Hallo zusammen, mein Name ist Björn, ich bin Biersommelier und begrüße euch auf meinem YouTube-Kanal der Bierliebhaberei. Ich habe neulich auf dem Format My Viviale einen schönen Vortrag über Green Food Pairing gehalten und diesen Vortrag, den würde ich auch ganz gerne für euch einmal jetzt hier aufzeichnen. Dafür benutze ich die Präsentation, die ich auch während des Vortrags gehalten habe, mit den gleichen Bieren. Und wir gehen da einfach mal schön gemeinsam einfach durch. Thema des Vortrags war, wie gesagt, Green Food Pairing. Bier zu Gemüse ist nicht nur was für Veganer und Vegetarier. Das ist ein Thema, das finde ich sehr, sehr spannend und ich hoffe, ich kann hier den einen oder anderen auch ein bisschen dazu inspirieren. Generell wird es so ablaufen, zwischendurch trinkt man natürlich ein paar Bierchen, aber die meiste Zeit werde ich jetzt hier erzählen und hoffe, ihr habt Spaß bei der ganzen Sache. Generell zum Inhalt als erstes stelle ich mich mal vor, vielleicht kennt der eine oder andere mich ja noch nicht. Danach würde ich gerne mal ein bisschen so auf ein paar Food-Pairing-Basics eingehen, dabei aber gar nicht so sehr auf theoretisches Food-Pairing. Also wir werden das ganz oberflächlich behandeln und dann geht's auch schon ans erste Bierchen, damit ihr mir nicht verdurstet. Ich habe dann mir ein Lager rausgesucht und dann geht's zu dem Thema, warum denn eigentlich pflanzliches Food-Pairing und wir verkosten dann IPA und am Schluss rede ich dann noch mal ein bisschen über Gose im Food Pairing. Dazu habe ich 3 Biere rausgesucht und bin schon ganz gespannt, wie viel Spaß euch das Ganze macht. So, los geht's. Erstmal mit der Vorstellung. Ich bin Björn Buresch. Ich denke, ihr wisst alle, ich bin Biersommelier. Aber ich bin nicht nur Biersommelier. Ich habe auch eine Lehre als Koch angefangen und danach bin ich im Studium der Ernährungswissenschaften gegangen und habe mich daher schon sehr, sehr viel auch in meiner Ausbildung mit dem Thema Aromen beschäftigt und auch was, was mich heute natürlich noch sehr, sehr stark irgendwo so ein bisschen rumtreibt. Ich habe auch einen Foodblog, Happy Plate heißt der, wo ich natürlich dann auch natürlich dem Hobby der des Kochens dann nochmal wirklich sehr viel nachgehe. Biersommelier bin ich, wie gesagt, und Hobbysportler. Ich versuche so 3, 4, 5 Mal die Woche laufen zu gehen, mache dann noch so ein bisschen Yoga, ich mache ein bisschen Gymnastik, weil ich versuche mich halt ein bisschen fit zu halten, natürlich auch so ein bisschen was für die Arme und so, aber versuche halt wirklich so viel es geht Sport zu machen und das alles so geht, habe ich mich auch mit meiner Ernährung sehr viel beschäftigt und habe mich auch dazu entschlossen, Flexitarier zu sein. Jetzt wird der eine oder andere natürlich sagen, so Flexitarier, was ist denn das schon wieder oder was macht der denn da? Ich esse relativ unregelmäßig und selten Fleisch. Fleisch gehört nicht so zu den typischen Lebensmitteln, die ich zu mir nehme. Genau das Gleiche dann aber auch zu Fisch. So, und dann gibt es 2 Sachen, die mich wirklich sehr prägen. Das habe ich wirklich hier auch direkt vor mir auf meiner Wand. 2 Zettel mit unterschiedlichen Begriffen. Das eine ist unterstützen, kaschieren, ergänzen und verstärken. Und das sind so die typischen Begriffe, wenn es um Food Pairing geht, weil das ist das, was ich von Aromen denn eigentlich in so einem Food Pairing möchte. Aber auch zwischenmenschlich ist das was, worüber man sich mal wirklich Gedanken macht, wenn man neue Menschen trifft, mal gucken kann, inwieweit man da in diese unterschiedlichen Rollen denn eigentlich eintauchen kann. Das andere Thema, was ich da habe, ist identifizieren, personalisieren und redefinieren. Ich bin definitiv im Zeitalter der Digitalisierung angekommen. Das sind auch so Begriffe, die prägen das Ganze, prägen auch sehr diese Präsentation, die ich heute zeige. Identifizieren heißt halt
wirklich das Verständnis in die Tiefe, dass ich ganz genau weiß, womit ich mich auseinandersetze. Personalisieren heißt natürlich, dass ich gucke, dass es auf jemanden zugeschneidert ist. Das ist natürlich jetzt gerade beim Food Pairing sehr, sehr schwierig, aber diese Individualität ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Und redefinieren heißt einfach, ich gucke mir alte Sachen an, gucke, wie sie schon immer waren und hinterfrage, ob denn das so richtig ist und ob ich dann nicht mal was Neues irgendwo machen sollte. So, dann starten wir doch mal so ein bisschen mit Food Pairing, gucken uns dann so ein bisschen das ganz Einfache an. Und Food Pairing, wenn wir damit starten, dann haben wir Food und Pairing, also sind zwei englische Wörter, die hier zusammengesetzt werden. Food bedeutet ja Lebensmittel, also das kann irgendwas Flüssiges sein, das kann auch was Festes sein. Wichtig ist, dass es einen Nährwert hat. Und Pairing heißt, ich paare etwas, ich kombiniere etwas. Also geht es darum, Food, Lebensmittel miteinander zu kombinieren. Und jetzt natürlich hier, wir halten einen Vortrag zum Thema Bier und Gemüse. Geht es mir jetzt darum, dass ich Gemüse plant-based, würde ich das jetzt auch als ein bisschen nennen, also pflanzenbasiert, weil es nicht nur Gemüse unbedingt ist, über das wir jetzt heute reden werden, es gemeinsam mit Bier zusammen verkoste. Als nächstes ist dann natürlich die Ergänzung. Das Bier an sich ist ja schon ziemlich gut, das Essen an sich kann ziemlich gut sein, aber irgendwo fehlt vielleicht das noch das eine oder andere und das ist beim Food Pairing ein ganz wichtiger Punkt. Ich sage, dass ich irgendwo irgendwas ergänzen möchte. Dann habe ich natürlich die Vielfalt bei dem Ganzen. Vielfalt heißt für mich auch viel Auswahl. Und zwar habe ich ja beim Bier schon über 2000 Aromen drin und dann habe ich bei Lebensmitteln nahezu unlimitiert viele Aromen. Ich kann meine Lebensmittel unterschiedlich zubereiten und bin da dann natürlich dann schon doch sehr weit und sehr flexibel in einem. Und natürlich geht es dann darum, beim Food Pairing auch Abwechslung zu bringen, weil ich einfach Aromen anders kombiniere. Und das geht natürlich auch schon, wenn ich ein Bier mit unterschiedlichen Speisen paare. Natürlich ist Food Pairing mittlerweile auch was sehr, sehr Wissenschaftliches. Also es gibt auch künstliche Intelligenzen, es gibt Datenbanken, die untereinander oder die in der Kombination dann auch gucken, Menschen zu beraten, was natürlich jetzt auch, wie man wieder von diesem Personalisieren, was ich eingangs erwähnt habe, natürlich weggeht. Also geht es mir beim Food Pairing, geht es mir, wie gesagt, darum, ich will mit unterschiedlichen Aromen, will ich unterschiedliche Kombinationen erreichen und damit auch immer was anderes schmecken. Und natürlich ist auf der einen Seite jetzt gerade, wir haben jetzt sehr viel über das Positive bei der ganzen Sache geredet, gibt es auch was ich vermeiden möchte, und zwar das Negative. Negativ für mich aus der Hinsicht, dass ich sage, ich möchte keine schlechten Food Pairings haben. Ihr müsst euch mal den besten und geilsten und allerbesten Schokoladenkuchen mit Fudge und allem Möglichen, so wie ihr es gerne mögt, vorstellen und dann dazu ein Pilz, das weltbeste Pilz, super schlanker Körper, eine schöne Hopfnote, lässt sich richtig gut trinken. Und dann in der Kombination mit dem Schokokuchen, das Pilz, ja, ich weiß nicht, das passt, glaube ich, dann überhaupt nicht. Da wird das beides nicht mehr das Weltbeste sein. Und das ist was, was man natürlich durch gezieltes Food Pairing ja dann auch vermeiden möchte. Denn das Ziel beim Food Pairing ist, das Maximum aus einer Verbindung rauszuholen, den maximalen Genuss, das schönste Erlebnis aus der Kombination Speise und Bier zu erlangen. Und das Gute ist dann halt auch, dass ich selbst mit mittelmäßigen Produkten, wenn ich die miteinander kombiniere, trotzdem noch ein wahnsinnig tolles Ergebnis erreichen kann. Denn dadurch, dass sich die Sachen kombinieren, ergänzen sich vielleicht Sachen oder Sachen, die mir gar nicht so gefallen, werden rauskaschiert. Da gibt es so viele Möglichkeiten und dadurch können auch Kombinationen, die ich so gar nicht erwarte, mega toll, mega gut werden. Was für mich natürlich dann auch noch ein ganz wichtiger Punkt beim Food Pairing ist, ist so ein bisschen Wissenschaft gegen Konditionierung.
Und zwar ist es ja natürlich so, dass ich auf der einen Seite diese Aromen habe, und das kann ich ja irgendwo alles wissenschaftlich nachweisen, was wie wo passt und irgendwo Sinn macht. Aber das kann halt auch einfach sein, dass ich so aufgewachsen bin, dass ich gewisse Kombinationen gerne haben möchte. Ich finde immer so diese schwangeren Stories, die es da gibt, von Ananas mit Gewürzketchup und Gewürzgurken und Vanilleeis in Kombination, die es ja da geben soll. Es kann Menschen geben, denen schmeckt ganz einfach sowas. Und dann kann diese Kombination ja kein schlechtes Pairing sein. Und natürlich ist es auch zum Beispiel mit Schärfe so. Viele sagen ja, dass man zum Beispiel hopfenbetonte Biere zu scharfem Essen dazu gibt, weil das so ein bisschen die Schärfe lindert. Wäre jetzt für mich, wenn ich jetzt aber sage, ich möchte es ja scharf haben. Ich bin so aufgewachsen, dass ich scharf esse. Ich finde scharf, das hat auch was Kühles. Ich will das unbedingt weiter auf der Zunge bei mir behalten. Ich will das in meinem Gaumen haben. Dann ist natürlich der Hopfen, der das Ganze lindert, ja eher was Negatives. Hier kommt wieder das Personalisieren natürlich auch ein bisschen mit rein. Und das macht die Sache natürlich sehr, sehr komplex. Aber auch wieder sehr individuell. Das heißt natürlich, für jeden Menschen gibt es wieder ein ganz eigenes spezielles Food Pairing und hat auch viel natürlich damit zu tun, wie man an dem Tag gerade verkostet und wie viel Lust man hat. Wenn ihr jetzt zum Beispiel den ganzen Tag nie Kaffee getrunken habt, ich habe den ganzen Tag jetzt gerade nur Wasser getrunken, dann werden wir definitiv ganz anders schmecken. Deswegen ist es auch immer schwerer, so Verkostungen abends zu machen, weil man abends natürlich von seinen Aromen und von seinen Erlebnissen des ganzen Tages schon ein bisschen geprägt ist und das Ganze ein bisschen anders abläuft, als man es so eigentlich gewohnt ist. So, ich würde jetzt sagen, ich schalte mal auf die Bierkanne. Wir gehen jetzt mal zum ersten Bier. Und wir nehmen als erstes, nehmen wir jetzt hier die Flasche, das ist das Fallen Love. Und ich gieße das mal jetzt einfach so für euch ein. Zu dem Namen gibt es auch eine sehr, sehr schöne Geschichte. Das ist ja von dem Raimo, von Raimos Brauwerk aus Offenbach. Dazu gibt es hier auf dem Kanal auch ein Video. Das könnt ihr euch natürlich sehr, sehr gerne angucken. Das war ein Interview mit dem Raimo, wo er dann nochmal auch diese Story erzählt hat, die wirklich sehr, sehr schön ist und man sich auch wirklich mal anhören könnte. Wir machen das jetzt bei der Bierverkostung ganz, ganz klassisch. Zum einen werden wir das Bier beschreiben, dann werden wir daran riechen und dann werden wir es verkosten. Und jetzt gerade habt ihr ja gesehen, Schaum, der war jetzt ein bisschen dunkler, der ging auch einigermaßen schnell weg, der war auch nicht ganz feinporig, ist jetzt aber noch leicht verteilter drauf. Das Bier hat eine leichte Opalität. Man könnte fast durchgucken, aber nicht so ganz. Von den Farben her sind wir hier in einem rotbraunen Kupfer, würde ich sagen, so ein bisschen so Morgenröte, die wir jetzt im Glas haben. Und ich weiß natürlich, wie es schmeckt, aber freue mich jedes Mal darauf, dieses Bier zu verkosten. So, und dafür riechen wir jetzt da dran. Ich finde, hier hat man immer so schöne, leichte, fruchtige Noten. Gerade so die Grapefruit, so leichte Zitrusnoten kommen hier mal ein bisschen raus. Auch Karamellnoten, so ein bisschen so Sahne-Karamellbonbon hat man hier mal mit in der Nase. Und ich freue mich auf die Verkostung heute mit euch und sage Prost. Und wenn wir das jetzt hier verkosten, haben wir hier vorne gleich eine Süße. Das geht mit einem leicht schlanken Körper dann auch wirklich sehr gut über die Zunge. Hier nach hinten raus hat es nochmal so eine ganz leichte Bittere, finde ich. Von der Rezenz her ist es sehr, sehr prickelnd auf der Zunge. Und gerade so diese karamelligen Noten, diese leichte Frucht kommen aber auch im Aroma sehr gut durch. Es wird dann nochmal ein bisschen trockener nach hinten raus. Und das ist das, was so ein bisschen diesen Trinkdrang beflügelt und man einfach doch mal ein bisschen mehr noch von diesem Bier gerne trinken wollen würde. Wie ihr wisst, ist bei mir Food Pairing immer ganz wichtig und das ist auch das, worauf ich jetzt hier als erstes eingehe.
Das Thema ist ja Gemüse zu Bier. Und hier habe ich jetzt eine Linsenbolognese. Da sind schön viel Möhren auch drin. Zwiebeln habe ich davor angebraten. Und das ist einfach eine echt sehr, sehr leckere Kombination. Und dann habe ich mir mal angeguckt, was erwarte ich denn eigentlich so, wenn ich so eine Linsenbolognese zu mir nehme. Und ganz, ganz oben steht deswegen Umami. Umami ist ja wirklich so dieser würzige Geschmack, und den habe ich in der Bolognese. Ist eigentlich so eine Umami-Bombe grundsätzlich ja eigentlich drin. Das erwarte ich natürlich auch von meiner pflanzlichen, von meiner Gemüse-Bolognese. Und habe dem Umami so ein bisschen gegengesetzt, die Süße. Also wenn ich das auf der einen Seite natürlich so kräftig habe, will ich dann nochmal so ein bisschen süßer haben, um das Ganze abzurunden. Die habe ich jetzt natürlich, da ich die Zwiebeln und so schön angeschwitzt habe und so, da kommt dann noch ein bisschen Süße auch rein. Dann habe ich eine Fruchtsäure, ja natürlich durch die Tomaten vor allem mit da drin. Demgegenüber habe ich dann so ein bisschen Bitterkeit und so, die ich ganz gerne hätte gegenübergesetzt. Ja, Bitterkeit habe ich jetzt ja zum Beispiel ja überhaupt gar nicht eigentlich in so einer Linsenbolognese. Und dann habe ich noch so ein bisschen diesen Ess-Trinkfluss, den ich dann haben möchte. Ich meine, was ein Trinkfluss ist, brauche ich euch, glaube ich, nicht erzählen. Ess-Fluss heißt für mich, dass ich einfach schon mit der ersten Gabel Bock habe zu essen und eigentlich gar nicht aufhören kann. Und das geht, glaube ich, bei so einer Linsenbolognese und was. Die läuft einfach auch sehr gut. Und da esse ich dann halt auch wirklich, bis ich satt bin. Demgegenüber habe ich dann den Körper gesetzt, wo ich dann halt sage, ich will mich ja auch nicht überessen, ich brauche dann einen schönen runden Körper und so. Also ich will da auch so ein bisschen einen gut laufenden Körper haben. Und habe mir das dann jetzt mal angeguckt, was habe ich denn dann bei meinem Bier, das mir dafür ausgesucht habe. Das hat auf jeden Fall einen guten Trinkfluss. Das ist so ein schönes, schlankes Lagerbier im Vienna-Style. Also wie so ein Wiener Bier, was ja so die gerade auch, was ihr hier gut seht mit den ganzen Kupfernoten. Also hier ist ja dann nochmal ein bisschen dunkleres Malz, was dieses leicht karamellige ja auch gibt. Das heißt, hier ist auf jeden Fall auch ein bisschen Süße mit am Start. Bitter auf jeden Fall, hat so eine leichte Bitterung im Körper. Das ist ganz bisschen eher ein schlankes Bierchen. Und Fruchtigkeit finde ich, hat so hier auf jeden Fall auch. Jetzt habe ich hier die beiden dann auch mal kombiniert. Also ihr seht ja jetzt dann in Orange seht ihr jetzt das Lager, ihr seht in Blau unsere Linsenbolognese, und da habe ich jetzt mal die Eigenschaft so ein bisschen auch kombiniert, Food Pairing gepaart, und da sehe ich halt, dass das beides zusammen hat einen super starken Ess-Trinkfluss. Also da werde ich auf jeden Fall, glaube ich, relativ viel essen und trinken, wenn ich mit dem Pairing anfange. Auch das Umami kommt hier, glaube ich, ganz gut zur Geltung, vor allem, weil dann auch die Süße sich schön kombiniert. Diese Bitterung, die holt nochmal so ein ganz kleines bisschen, dann hoffe ich doch diese fruchtige Säure dann noch so ein bisschen ab. Und natürlich hat das Ganze dann trotzdem ein bisschen Körper, das heißt, ich werde mich wahrscheinlich nicht übertrinken und auch nicht überessen. Das Ziel ist es immer, dass ich diesen grauen, dieses Grau, diesen Grau, dieses Grau, der graue Sechseck schöne etwas runde Form kriege. Jetzt habe ich hier das bei der Bitterkeit ja nicht ganz so sehr. Hier in diesem Fall ist die Bitterkeit aber auch ehrlicherweise gar nicht so wichtig. Ihr könnt jetzt noch gemütlich euer Bier weiter trinken. Ich schlürfe nebenbei natürlich auch ganz gerne jetzt das Bier, aber ich werde jetzt erzählen. Das heißt, ihr könnt euch jetzt noch mal schön ein bisschen entspannen, und ich würde euch ganz gerne ein bisschen was über pflanzliches Food Pairing erzählen. Und pflanzliches Food Pairing, will ich erstmal damit anfangen, wie ich überhaupt dazu gekommen bin. Ich meine, ich fand das ist ja so kein Allerweltsthema, und ich habe sehr viel Literatur. Ich habe eine kleine Bibliothek hier zu Hause, ich habe super viele Bücher, ich habe hier diese ganzen Fächer und alles. Ich habe es alles, und ich habe es auch alles gelesen und auch mir auch alles angeguckt, und ich probiere ja auch immer so viel rum, so gerne. Aber wenn ihr mal durch diese Bücher auch geht, dann werdet ihr eins bemerken, und zwar ist ein sehr, sehr großer Anteil dabei, der jetzt eher mehr so ins Fleischige, ins Käsige reingeht. Ganz viel Käse, ganz viel Fleisch. Und das hat mich jetzt dann auch so ein bisschen gewundert. Also
egal wo ich das aufgeschlagen habe, ein ganz, ganz großer Anteil war einfach immer das Fleisch gewesen. Und auch wenn ihr diesen Bierfächer, und ich glaube, jeder hat diesen Bierfächer schon mal irgendwo gesehen, der ist super in seiner Anwendung. Allerdings ist da fast jede Speisekombination irgendwas mit Fleisch. Und wenn man nach Gemüse guckt, dann ist da zwar ab und zu mal ein Salat mit dabei, aber ehrlicherweise war es das dann auch schon. Und das finde ich schon so ein bisschen schade und auch ein bisschen wenig. Ich bin der Meinung, da geht auf jeden Fall noch was. Und wenn man sich dann jetzt mal den Ernährungskreis anguckt, und der Ernährungskreis, den mag vielleicht so der ein oder andere von euch kennen. Der Ernährungskreis ist von der DGE. Ich kenne ihn noch als Pyramide. Das war früher auch auf den Kellogg-Packungen immer drauf. Da war dann so eine kleine Pyramide, was man wie viel isst. Das ist jetzt in der Moderne eher in einen Kreis umgeswitcht. Und dann, wenn wir uns jetzt mal diesen Kreis ganz genau angucken und gucken, wo steht denn Fleisch und wo steckt denn Käse, was ja wirklich so die Haupt-Food-Pairings sind, dann sehen wir die links oben, das ist die Nummer 4 und die Nummer 5. Und da sind aber auch noch andere Milchspeisen dabei. Und dann sind da auch bei Fleisch ist dann auch Fisch und alles mit dabei. Und diese ganze Ecke da, das sind nicht mal 25%. Das sind ja super wenig. Ich hätte jetzt mal so auf 17, 18 Prozent oder so getippt, die ich an Milch und Fleischprodukten, Fischprodukten überhaupt am Tag zu mir nehmen soll oder prozentual zu mir nehmen soll. Und wenn ich dann die anderen Sachen nachgucke, Obst, Gemüse, Getreideprodukte, dann ist das echt wahnsinnig viel in Relation zu dem anderen. Aber da wird gar nicht so viel drüber geredet. Das war jetzt auch so ein bisschen so für mich so der Anstoß zu sagen, hey, ich mache jetzt hier mal einen kleinen Vortrag über grünes Food Pairing. Und noch ein Thema, das mich da ein bisschen beschäftigt natürlich, das ist der sogenannte Meat Peak. Das habe ich jetzt im Guardian gelesen. Und Meat Peak, das kommt aus einer Studie raus, das sagt aus, dass das Volumen an Fleisch nicht mehr zunehmen wird. Das heißt, wir werden hier nicht mehr Fleisch produzieren, wir werden hier nicht mehr Fleisch importieren, nicht mehr Fleisch oder vielleicht schon mehr Fleisch sogar exportieren. Demnach werden wir genauso viel produzieren wie vorher. Auf jeden Fall, da wir auch Wachstum haben, also Bevölkerungswachstum ja zum Teil haben, heißt das ja dann auf der anderen Seite, dass pro Kopf weniger Fleisch gegessen wird. In den Schwellenländern, ich habe jetzt mal als Schwellenländer so Südamerika, Afrika und Asien genommen, da spricht man dann eher davon, dass das noch steigen kann. Hat ja natürlich auch irgendwo was mit der Gesellschaft so zu tun und dem Wohlstand in der Gesellschaft. Das ist immer noch ein Thema. Und die wollen natürlich das auch haben, so wie wir das gehabt haben. Was man ja irgendwo auch ein bisschen nachvollziehen kann. Aber natürlich können wir jetzt auch vorleben, was ist denn so der nächste Step danach. Meat Peak. Also, wir werden nicht mehr Fleisch konsumieren, sondern der Konsum pro Kopf wird sich vielleicht sogar reduzieren. Und dann habe ich noch eine andere Studie, und zwar die ist von vegan.de. Die machen so eine Ernährungsstudie und die haben mal aufgezeigt, wie viel Flexitarier es denn eigentlich in Deutschland gibt. Mittlerweile sind das 29,4%. So ein bisschen muss man da immer fragen, was ist ein Flexitarier? Ich weiß noch, wo meine Frau so früher immer so angefangen hat, hey, ich habe jetzt ein, zwei Tage, 3 Tage mal kein Fleisch gegessen und ich habe in der Woche nur ein, zwei Mal Fleisch gegessen. Und ich habe dann immer gesagt, oh, das muss ich auch versuchen. Habe dann ein, zwei Tage kein Fleisch gegessen, habe gesagt, ich bin jetzt voll der krasse Flexitarier, weil ich ein, zwei Tage mal kein Fleisch gegessen habe. Mittlerweile ist es, wie gesagt, so, dass ich sage, hey, mehr als 2, 3 Mal im Monat brauche ich eigentlich gar kein Fleisch. Und dann aber so richtig, also ein richtig schönes, hochwertiges Stück Fleisch, ein Steak, auch richtig gut, hochwertig zubereitet, auf den Punkt, mit Sous Vide und dann vielleicht noch mit einem Torching, also mit einer richtigen Flamme da drauf, so, das richtig schöne Karamellaromen da habe. Also ich zelebriere es dann definitiv, habe aber auch gar nicht so häufig Lust da drauf und man merkt auch, umso weniger man Fleisch isst, immer wenn man das dann nochmal irgendwo dann irgendwo dabei isst, dann merkt man teilweise wirklich, dass es nicht gerade das
ist, was das Gericht so besonders macht. Über 50% dieser Flexitarier geben an, sie machen das aus gesundheitlichen Gründen. Und natürlich machen sich heutzutage die Menschen sehr, sehr viel Gedanken darüber. Und man hat das zum Beispiel auch während des Corona-Lockdowns gesehen, wo man davon spricht, dass die Zahlen an Veganern und Vegetariern sich fast verdoppelt haben. Was auch wahnsinnig viel ja dann ist. Also nicht verdoppelt, das ist immer eine sehr, sehr hohe Zahl und heißt natürlich auch, es gibt weniger Fleischesser. Wenn jetzt jemand sich natürlich das aus gesund, wenn sich jemand aus gesundheitlichen Gründen damit beschäftigt mit seiner Ernährung, müssen wir natürlich auch immer fragen, welche Rolle hat denn jetzt Bier bei der ganzen Sache? Weil Bier mit Alkohol ist ja jetzt auch nicht immer so das Optimum. Bisschen Alkohol, sagt man aber eigentlich, könne eventuell gar nicht so schlecht sein. Und mir geht es auch wirklich um das bewusste Genießen, so dass ich sage, hey, ich habe jetzt hier ein leckeres Essen und ich will ein schönes, leckeres Bier dazu trinken und mir persönlich in der Seele was Gutes tun und hier einfach den Genuss ein bisschen vorantreiben. Viel ist dann auch unter anderem zum Beispiel durch Vorbilder getrieben. Der ein oder andere von euch wird Tom Brady kennen. Footballer, wahrscheinlich einer der erfolgreichsten Sportler, die es je im Sport gab. Was er als Athlet und auch als Leader erreicht hat, da muss man schon echt einiges leisten. Gerade beim Football, wo man immer häufiger einen auf den Kopf kriegt, ist er trotz hohen Alters noch echt sehr, sehr gut mit dabei und erreicht immer noch immer mehr. Und er sagt zum Beispiel, dass er auf tierische Produkte verzichtet, hat für ihn auch was damit zu tun, dass bei dem Verzicht auf tierischen Produkten die Regeneration des Körpers viel besser und viel schneller ist. Das habe ich auch als Läufer auch auf meinem kleinen Level auch sehr schnell festgestellt, dass in den Zeiten, wo ich wirklich gar kein Fleisch esse, die Pausen zwischen dem Laufen, die ich brauche, eigentlich immer kürzer werden. Teilweise brauche ich die überhaupt gar nicht, weil es dann doch so schnell geht, dass ich sage, ich bin wieder voll fit. Das hat vielleicht auch ein bisschen was mit der Arachidonsäure zu tun, die im Fleisch ist. Und da das Ganze ein bisschen in der Regeneration erschwert. Und natürlich werden solche Trends dann auch immer begründet. Warum gibt es jetzt den Trend, dass man plant-based sich ernährt? Also wenn ich sage Gemüse, dann ist es plant-based, pflanzenbasiert. Und für mich ist das dann auch viel mehr als es nur die Möhre oder der Würsing, den ich zu Hause habe, sondern geht dann auch noch in ganz, ganz andere Richtungen natürlich. Und das kann dann auch so ein schöner Burger mit Kartoffeln sein und der geht auch super gut zu so leckeren Bierchen mit dazu. Die seht ihr ja im Hintergrund, da habe ich mich einfach mal mit dem Fleisch durchprobiert, welches Bier passt dann am besten zu so einem Burger. Und die Gründe, warum Menschen jetzt auf diese Trends gehen, ist natürlich zum einen Umweltschutz. Man sagt ja, dass die CO2-Bilanz von Menschen, die kein Fleisch essen, besser ist als die von denen, die Fleisch essen. Gibt es auch einige Studien dazu, die das aufgreifen. Gesundheit, wir hatten eben das Beispiel Tom Brady, aber auch auf dem Nicht-Leistungssportler-Level ist natürlich der Verzicht auf Fleisch gar nicht so verkehrt. Und das geht dann auch so ein bisschen hinein. Ich habe das Well-Being genannt. Also wir gehen ja heutzutage jeden nach so vielen Wellness-Hotels zum Beispiel. Und dieses Well-Being ist einfach, dass man sich wohlfühlt, dass man seinem Körper was Gutes tut, unabhängig davon, von der Gesundheit. Und dafür gehört für mich natürlich auch, und das ist trotzdem wirklich sehr, sehr gut schmeckt, soziale Verantwortung. Ich meine, wir wissen alle, wie selbst in Deutschland es Menschen geht, die in Schlachtereien und so zum Teil arbeiten. Und in den Ländern um Deutschland rum, ein bisschen ferner, auch aus Europa hinaus, da sind die Arbeitsbedingungen noch schlechter. Und wenn das in Deutschland schon so ist, ich will gar nicht wissen, wie es woanders ist. Und auch die Abholzung, zum Beispiel des Regenwaldes. Es gibt überall, gibt es natürlich Punkte, wo man sagt, das ist jetzt nicht immer ganz das Richtige. Und natürlich ist der Trend auch getrieben durch den Trend,
Das heißt, einfach durch die Modernität und dass immer mehr Menschen daran aufspringen, wird der Trend dann auch immer größer. So, das heißt aber nicht, wir sollten auf Genuss verzichten, weil nur weil wir unsere Ernährung ändern und sagen, wir machen irgendwo auch was Gutes hinter dieser Ernährung, heißt es nicht, dass wir einen Verzicht machen sollen. Das ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und für mich, ich habe jetzt mal ein schönes Beispiel rausgesucht, wo ich die Kombination Bier und Gemüse pflanzlich so ein bisschen sehe, wo das super toll gespielt wird. Und zwar ist das BrewDog. BrewDog ist ein internationaler Bierkonzern mittlerweile, wahrscheinlich eine der bekanntesten Craft-Bierbrauereien in Europa auf jeden Fall, wahrscheinlich auch eine der bekanntesten auf der Welt. Und die haben Franchise-Konzepte, wo sie auch als internationales, mit internationalen Unterschieden Restaurants eröffnen in unterschiedlichsten Ländern. Und hier ist so ein Claim von BrewDog, dass sie sagen, hey, 50% unserer Karte sind vegetarisch vegan. Das heißt, wenn ich bei BrewDog essen gehe, ist die Wahrscheinlichkeit 1 zu 1, dass ich eigentlich was Pflanzliches esse oder was mit Fleisch. Die Auswahl ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Es gibt für alles eine schöne Kombination, immer mit Bier. Und BrewDog sehe ich jetzt nicht so richtig als Trendsetter, weil wir haben schon darüber geredet, es gibt schon super viele, die das machen. Und die sind aber ein Pacesetter. Das heißt, die geben Gas, die geben Gas. Sie wollen, dass immer mehr Leute mit dabei sind und dass immer mehr Menschen auch sich hier Gedanken machen und sie auch viel mehr Menschen ansprechen. Wir sind jetzt eben gesehen, auch bei Flexitariern erst bei 30% und 50% der Karte. Damit sprechen die ja dann noch mehr Menschen an, als die Flexitarier überhaupt also es Flexitarier gibt. Und somit hat wirklich jeder eigentlich eine sehr, sehr gute Auswahl, wenn er zu Brewdog geht. So, jetzt sind wir auch schon so weit, dass wir das nächste Bierchen verkosten. Dafür wechsle ich mal wieder auf die Biercam. Und wir haben hier das Devil in Disguise. Das ist von der Sundev Brauerei. Sundev, das ist ja die Brauerei vom Timmendorfer Strand. Die hatten wir schon relativ häufig hier in den Verkostungen gehabt. Und die sind auf jeden Fall ein bisschen bekannter. Schaum habt ihr jetzt gerade gesehen, gab es hier gerade bei dem Bier gar nicht mehr so viel. Der kann man noch mal einmal draufschütten. Vielleicht kommt da ja noch mal was. Nee, der Schaum, der will hier nicht so ganz so sehr. Das heißt, Schaum haben wir nicht so viel. Und auch wenn wir uns das Bier im Allgemeinen angucken, das sieht natürlich hier sehr anders aus. Das ist sehr trüb, das ist sehr gelb. Das erinnert uns eher irgendwo an einen Ananassaft, als dass es uns so an so ein typisches Bier erinnert. Liegt ein bisschen daran, wir haben jetzt hier den Bierstil NIPA, also New England IPA. Das kennt ihr ja schon aus den anderen Verkostungsvideos. Das sind so Biere, wo viel Hopfen drin ist, wodurch dann natürlich auch die Trübung mit ins Bier reinkommt. Dann würde ich sagen, halten wir uns doch einfach mal das Bier ein bisschen an die Nase. Und wir haben hier doch richtig schön, so richtig schöne Fruchtaromen. Wir haben hier ganz viel Mango, Papaya, ein bisschen Maracuja, Lychee. Pfirsich ist hier auch wieder sehr dominant mit dabei. So ein bisschen was, was aber auch eine Biskuitrolle erinnert. Was leicht Grasiges habe ich jetzt hier auch in der Nase. Und ich sag mal zum Wohl. Wenn ich das jetzt schmecke, das ist schon ein sehr, sehr volles Bier. Das läuft sehr, sehr sanft, samtig über die Zunge. Hat eine leicht prickelnde Essenz. Vorne wieder eine schöne Süße, eine Säure natürlich auch wieder an der Seite. Und nach hinten raus super viel Frucht. Vor allem hier wirklich der Pfirsich, ein bisschen Mango und aber auch eine Bitterung. Also ich habe es hinten dann wieder ein bisschen bitterer im Abgang.
Dann gucken wir doch uns doch mal an, was ich mir hier als Food Pairing rausgesucht habe. Und zwar habe ich mir indische Samosas rausgesucht. Die kennt jetzt nicht jeder. Das ist eine indische Vorspeise, ein Snack. Und zwar ist das ein ganz, ganz einfacher Teig. Und in dem Teig habe ich eine Kartoffelmasse drin. Ich habe da sehr viele indische Gewürze, vor allem Garam Masala drin und ein paar Erbsen. Das ist so sehr, sehr typisch und das wird dann gebacken oder frittiert. Und dann habe ich mir natürlich angeguckt, was erwarte ich denn eigentlich so von diesen Samosas? Und ich möchte auf jeden Fall so eine Aromenvielfalt haben. Also so diese ganzen indischen Gewürze und so. Ich habe mir noch so ein bisschen Joghurt mit Minze da gemacht. Also schon sehr, sehr breit aufgefächert. Ich möchte natürlich auch, da gerade durch das so viel Kartoffeln und so in dieser Masse sind, habe ich da so ein bisschen mehr so diesen Körper schmecken. Dem habe ich den ein bisschen Süße dann hier jetzt entgegengesetzt, um das Ganze ein bisschen zu schmälern. Und bei meiner Aromenvielfalt habe ich gesagt, auch wenn ich da so viel Gewürze und so habe, ich glaube, ich hätte da gerne ein bisschen Frucht noch mit dabei. Und dann habe ich ja natürlich noch die Schärfe und der gegenüberliegend die Säure. Also ich möchte natürlich irgendwo so eine leichte Schärfe. Wir haben ja so Indian Food. Und das möchte ich aber sehr ausbalanciert haben. Und das geht natürlich aber auch sehr, sehr gut mit Säure. Und dann gucken wir uns doch mal ganz einfach an, wie sieht denn das jetzt hier so aus bei dem Bier? Ja, klar, wir haben es ja gerade verkostet. Also ich habe hier viel Frucht drin, ich habe hier natürlich eine schöne Süße drin. Ich habe hier nicht ganz so einen starken Körper, gerade jetzt so in Bezug, wenn ich das jetzt vergleiche mit so einem Kartoffelsnack. Eine Schärfe habe ich jetzt hier natürlich gar nicht drin. Ich meine, wir sind hier beim Alkohol bei 8%, aber ich habe keine Alkoholschärfe so richtig hier mitbekommen. Der Alkohol ist sehr, sehr schön eingebunden. Und eine Süße habe ich hier definitiv so mit dabei. Und dann gucke ich mir auch hier das Ganze nochmal an. Hier habe ich einen kleinen Fehler gemacht, weil bei der Schärfe hätte ich das eigentlich nicht addieren sollen, die Werte, sondern subtrahieren. Also, dass ich sage, dass IPA, das New England IPA nimmt ja hier eigentlich ein bisschen Schärfe sogar raus. Dann wäre mein Sechseck wahrscheinlich nicht mehr ganz so schön geformt, wie es jetzt hier geformt ist. Ich habe halt gesagt, hier durch diese ganzen Aromen, Fruchtigkeit, die ich jetzt hier habe, das geht ab wie Schmidts Katze, das geht durch die Decke, diese Kombination passt da eigentlich wirklich sehr, sehr gut. Auch die Süße, Kartoffeln und der Teig sind ja auch sehr kohlenhydrathaltig. Das in der Kombination geht auch sehr, sehr gut. Viel Körper hat natürlich auch diese ganze Kombination. Und die Säure, die da mit reinkommt, die rundet das Ganze, glaube ich, meiner Meinung nach sehr, sehr ab. Und ich habe da eine einigermaßen ganz gute Form ja eigentlich in meinem Netzdiagramm erreicht. Und dann sind wir jetzt auch schon beim letzten Thema für heute. Und zwar ist das so ein bisschen, wo ich mal die Gose in den Fokus rücken wollte. Und um das so jetzt zu erklären, wieso ich das jetzt mache beim Thema Gemüse, fangen wir erstmal an, uns kurz Aromen anzugucken. Also ich habe jetzt gesagt, wir haben ja fünf Grundaromen. Es gibt eigentlich viel, viel mehr. Mittlerweile, man redet ja auch von fettig und so weiter. Ich habe mich aber auf diese fünf beschränkt, dass ich gesagt habe, wir haben Salz, süß, sauer, bitter und Umami. Und habe da jetzt auch ein Netzdiagramm gemacht. Und das, was ich versuche, ist natürlich, dass es das alles abgerundet ist. Also, dass es sehr ausgeglichen, ausbalanciert ist. Und dafür brauche ich diesen Kreis. Also von allem irgendwo gleich viel. Und dann habe ich hier ein Learning aus den Küchenprofis. Vielleicht kennt der eine oder andere ja noch die Küchenprofis. Früher mal auf RTL 2 gelaufen. Ich weiß gar nicht, ob das heute noch da läuft. Aber das waren ja immer so Köche gewesen, die dann in Gastronomie nicht ganz gut gelaufen sind, die besucht haben und dort denen ein bisschen Support gegeben haben und dann dort versucht haben, die Läden ein bisschen wieder zum Laufen zu bringen. Und in einer Folge, ich weiß gar nicht, ob der schon Koch war oder ob das kurz nach der Kochlehre war, weil der Stefan Marquardt da gewesen, das ist auch ein sehr bekannter Koch. Und der hat dann immer gesagt, dass man eigentlich immer so ein kleines bisschen von jeder Geschmacksnote zu viel machen muss und dass sich das dadurch dann ausbalanciert. Ich habe das jetzt versucht, dadurch darzustellen, dass der blaue Kreis, oder mein blaues Netz außerhalb der Zehen sogar liegt.
Und das ist dann halt so die Prise, wenn man so eine Prise Salz ins Dressing zum Beispiel mehr, dafür aber auch nochmal einen Tropfen Essig dazu. Und so rundet sich das Ganze dann von alleine ab und bringt dann halt ein schönes Geschmacksprofil in unser Essen. Das Ziel ganz klar, dass ich halt sage, ich möchte, dass alle meine Aromen in Einklang kommen. So, Gemüse. Ich meine, ihr seht jetzt hier ein schönes Foto. Ich wollte mal ein bisschen darüber reden, was ist denn eigentlich so die Gemüse? Was sehe ich jetzt gerade so als Gemüse? Das hat meine Frau sich jetzt geschnitten, weil sie das ein bisschen in den Ofen werfen wollte. Und generell isst sie ganz gerne Salat. Das heißt, es ist sowas, was wir eigentlich immer im Kühlschrank haben. Und ihr seht das ja hier jetzt in dem Bild. Und ich habe dann als ersten Punkt geschrieben, Tomaten sind kein Gemüse. Wenn man an Gemüse denkt, ist so Tomaten eigentlich immer so eine der ersten Sachen, die einem einfällt. Aber Tomaten sind eigentlich eine Frucht. Und das ist für mich, auch wenn ich über Gemüse rede, immer so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Weil Gemüse ist immer für mich meistens immer was, was nicht ganz viel Säure hat. Die Säure fehlt mir immer eigentlich in Gemüse. Ich denke jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, an einen Kohlrabi, ich denke an einen Salatkopf oder so. Und da habe ich dann eigentlich ein bisschen weniger Säure drin. Und solche Sachen, wo so viel Säure drin ist, das ist dann meistens dann, geht eher als Richtung Frucht. Generell sind Gemüse alle essbaren Teile, Pflanzenteile und die werden eher seltener roh und unbehandelt gegessen. Da ist jetzt so ein schönes Beispiel Kohlrabi. Das hat man zwar früher immer mal auch so roh mitbekommen oder auch Möhre, aber viele salzen das ja auch und schon in dem Moment, wo ich salze, fängt das an, mit dem Wasser zu entziehen, was ja ungefähr auch dann einem Garvorgang entspricht. Genau. Aber Gemüse ist der Bestandteil eigentlich von fast jedem deftigen Essen. Also irgendwo habe ich schon eine Zwiebel und sonst, ich habe immer irgendwo was eigentlich drin. Und da merkt ihr auch im Supermarkt, wenn ihr in den Supermarkt geht, eigentlich so die erste Abteilung, die ihr zwangsweise reinkommt, ist mal Gemüse, Obst. Und Gemüse, Obst ist halt wirklich ein sehr, sehr wichtiger Teil unseres Lebens. Und natürlich sehe ich dann auch, welches Gemüse habe ich da und was kaufe ich danach. Also Gemüse ist schon was, was man priorisiert. So ein bisschen wahrnimmt. Und da kommen wir jetzt zur Gose. Also, ich habe jetzt ja gesagt, was so für mich Gemüse ist, was Gemüse ist. Und wie toll passt denn zusammen so eine Gose? Weil die Gose bringt zwei Sachen mit, die mir eigentlich dann bei Gemüse ja fehlen. Und zwar ist das Salz und es ist Säure. Ich habe jetzt hier von Kühnkunst und Rosen eine schöne Gose mitgebracht. Es ist Pfeffer in der Gose, und sogar noch ein bisschen Pfeffer dabei. Eine Gose ist ein typisches deutsches Sauerbier, in das man immer noch mal ein bisschen mehr Salz reinmacht. Das heißt, ich habe immer so ein bisschen Mineralität da drin, ich habe eine Säure da drin. Und ich nehme das immer so ein bisschen wie beim Tequila. So das Tequila-Besteck ist ja Salz und Zitrone. Und sowas in der Art spiegelt dann eigentlich auch ist die Gose wieder. Und auch wenn ich jetzt mir einen Salat oder sowas mache, dann sind so Zitrone und Salz auch ganz, ganz typische Sachen, die ich unbedingt mit dabei haben muss, damit mir ein Salat wirklich sehr gut schmeckt. Ich würde auch einfach mal sagen, schauen wir uns jetzt mal die Gose an und probieren die doch mal. So, Kühnkunst Rosen, kennt ihr ja, habt ihr euch vielleicht das Video schon angeguckt? Wer nicht, sieht das jetzt hier oben eingeblendet. Das ist ja die Brauerei aus Mainz. Da hatte ich ja auch ein schönes Interview zugehabt. Und jetzt haben die hier eine schöne Gose. Hier ist der Schaum, der ist schon sehr, sehr präsent. Der ist sehr feinporig, der ist sehr weiß und der bleibt auch gut bestehen. Normalerweise hat man das ja bei sauren Bieren, dass er etwas schneller verschwindet. Hier in dem Fall bleibt er noch ganz gut, müsste sich aber eigentlich auch gleich wieder ganz aufgelöst haben. Gucken wir jetzt uns dann nochmal das Bier an. Haben wir hier auch wieder ein sehr, sehr starkes Gelb. Natürlich ist die jetzt hier auch wieder sehr opal. Und ich würde dann einfach mal sagen, riechen wir hier dran. Wir haben hier vor allem Zitrusnoten, Pfeffernoten, das heißt ja auch Pfeffer in der Gose. Wenn man mich fragt, ich würde immer so sagen, es riecht so ein bisschen auch nach grünem Pfeffer.
den man dabei hat. So ein bisschen grasig, zitronenlastig ist sie auf jeden Fall. Und Limette so ein bisschen, ich sage mit dem letzten Bier jetzt Prost. Ja, die hat jetzt auf jeden Fall eine gewisse Astringenz vorne, eine schöne Süße. Und dann kommen aber schon diese ganzen Zitrusaromen auf einen zu. Über die Zunge hat man nochmal wirklich dieses mineralische, salzige. Und nach hinten raus wird die demnach dann auch wirklich so ein bisschen trocken, was aber wieder zum nächsten Schluck einlädt. Vom Körper her ist sie auch nicht ganz so schwer. Wir haben jetzt hier 4% Alkohol. Und das ist einfach ein Bier, das trinkt man halt wirklich sehr gut. Durch und wie schon gesagt, ich finde so ein Bier, das passt halt echt gut zu Gemüse. Ich habe da auch nochmal ein Netzdiagramm gemacht, weil was habe ich in Gemüse drin? Umami habe ich auf jeden Fall, auch natürlich wieder abhängig davon, welches Gemüse mehr oder weniger. Gerade so eine Zwiebel oder so ist ja was, was sehr, sehr viel Umami hat. So eine gewisse Salzigkeit habe ich jetzt dann eher nicht. Aber dann auch wieder so ein bisschen Bitterkeit, die ich damit dabei habe. Säure haben wir jetzt ja gerade gesagt, eher ein bisschen weniger. Und wenn ich im Gegensatz mir jetzt hier die Gose angucke, die hat halt wirklich viel Säure, die hat auch diese Salzigkeit. Und das dann in der Kombination, das ergibt eigentlich eine sehr, sehr schöne Form. Die sieht auf jeden Fall sehr ausbalanciert. Also jetzt die graue Form außenrum, die sieht sehr ausbalanciert aus. Jetzt noch nicht ganz hundertprozentig rund. Aber das kommt ja natürlich dann auch immer auf das Gemüse und auch auf die Gose darauf an. Das ist jetzt erstmal sehr, sehr allgemein, um es zu verdeutlichen. Ich meine, hier jetzt mit dem Pfeffer, das ist, glaube ich, ein super geiles Pairing zu Gemüse, weil das einfach wahnsinnig viel hat, was Gemüse braucht. Und Gose kann man auch super gut als Zutat benutzen. Ich meine, mal ganz leicht eingekocht, ist es perfekt, um mal was zu glasieren. Man kann das natürlich dann auch schön als Essig benutzen oder eine Mayonnaise reinmachen. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, diese Gose in der Küche zu benutzen. Und das ist dann natürlich auch in der Kombination mit den Speisen echt top. Ich habe jetzt mir nochmal hier Gedanken gemacht, was sind denn eigentlich so meine Key Messages, was will ich euch denn jetzt eigentlich so mitgeben? Und da haben wir fünf Sachen, die ich wahnsinnig wichtig finde. Ich hoffe, ihr habt das während des Vortrags mitbekommen, was für mich eigentlich so ganz entscheidend ist und was nicht. Aber vorsichtshalber, ich habe es jetzt hier nochmal aufgeschrieben. Das erste ganz klar, esst mehr Gemüse. Gemüse, definitiv wichtig für die, die das sowieso schon machen. Weiter so, für die, die es jetzt noch nicht machen. Jeder Geschmack ist verschieden. Ich will auch jedem seine Lebensmittelneigungen so lassen. Aber vielleicht überdenkt dann ein oder andere ja das Ganze nochmal und greift zur Möhre, greift zur Zucchini. Jedem aber selbst überlassen. Dann achtet doch auch mal bei Plant-Based-Gerichten so auch so ein bisschen auf das passende Bier. Also wenn der Burger jetzt mal nicht aus dem Beef Patty besteht, sondern da einfach mal was anderes dabei ist, vielleicht ein Linsen Patty und so, dass ihr einfach auch mal da guckt, hey, was könnte denn gut dazu passen? Und für die, die jetzt dann halt sagen, sie machen Food Pairing, sie machen sich Gedanken über Food Pairing, macht euch auch mal Gedanken darüber, was für Gemüse könnte dazu passen? Wie geil könnte so ein geschmorter Wirsing dann eigentlich auch mal so einen Schweinebraten zum Beispiel ersetzen. Würde in der Kombination wahrscheinlich relativ ähnlich gut funktionieren. Und wie gut passt denn bitte diese Gose zu Gemüse? Für mich ist da die Gose echt sehr, sehr gut. Ich denke auch an Spinat oder so, wo mir Säure einfach fehlt. Da dann einfach nochmal so ein bisschen so eine Gose dazu, so ein bisschen Butter rein, dann passt das natürlich alles schon. Und ganz, ganz wichtig, egal ob ich jetzt euch inspiriert habe oder nicht, macht einfach so weiter. Wenn ihr bis hierhin geguckt habt, dann habt ihr Spaß an Essen und Bier und bleibt einfach dabei. Das ist definitiv ein wichtiges Thema, das auch absolut cool ist. Und ja, wenn ihr dazu noch Fragen habt, dann könnt ihr mir ganz gerne eine E-Mail schreiben. Ihr könnt auch ganz gerne einen Termin mit mir vereinbaren und dann gucken wir mal,
Ob wir vielleicht in deiner Gastronomie irgendwie ein bisschen was machen können. Ich kann dir bei Rezepten helfen. Ich kann dir auch bei den passenden Bieren zu deinen Rezepten helfen. Also da haben wir auf jeden Fall sehr, sehr viel Spielraum. Und ich meine, ihr guckt es gerade auf meinem Kanal Bierliebhaberei. Aber drückt doch bitte hier unten den Abonnieren-Button. Und wenn euch das alles hier gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen hoch. Und ich freue mich auch mega über Kommentare. Das war es dann auch schon wieder. Ich hoffe, der Vortrag hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich hatte echt mega viel Spaß, mich in das Thema hier so richtig reinzuarbeiten. Und wenn ihr mehr so Vorträge haben wollt, auch das ist möglich. Schreibt es mir unten in die Kommentare, dass ich sehe, wie gut sowas angekommen ist. Und dann können wir in der Zukunft nochmal eins, zwei weitere Vorträge machen. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute und bis dann. Euer Björn. Ciao, ciao.